So, ich habe wieder geklatscht, ne? Ja. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oma Golf, seit Paul Prüfstand nicht aus diesem Anhänger gewandert, weil wir aktuell, wie gesagt, so kleine logistische Werkstatt etc. Probleme haben. Jetzt geht's heute hier auf jeden Fall weiter. Folgendes Problem. Wir hatten am Wörthersee schon das Problem, der Auspuff ist zu laut, verständlichermaßen, weil der ist mittlerweile, ich würde tippen, 3 Jahre alt. Den hat Benny damals für diese Grip Originals Serie gebaut gehabt. Und jetzt müssen wir den Auspuff leiser kriegen. Aktuell ist ein Mitteltopf drunter und ein Endtopf. Meine Vermutung ist, der Endtopf ist komplett leer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir nicht noch einen zusätzlichen Vorschalldämpfer reinkriegen und den Endtopf wieder stopfen und voll machen, damit das Auto deutlich, deutlich leiser wird. Okay, aber ich würde sagen, als allererstes müssen wir mal abladen. Ich habe mal wieder etwas zugeschickt bekommen, das will ich euch auf jeden Fall gleich zeigen, weil wir haben hier vorne so eine kleine Lithium-Batterie drin und ich bin mir 100% sicher, die wird leer sein, weil das Auto jetzt so lange stand. Noco, amerikanisches Familienunternehmen seit über 100 Jahren. Das ist so mit einer der krassesten Boostern, den es so zu kaufen gibt. Haltet euch fest, 4250 Ampere Startleistung, das heißt, das Ding reicht theoretisch sogar für ein V10, beziehungsweise V10 ist Quatsch, 10 Liter Hubraum. Sonst noch jede Menge Gimmicks. Das heißt, das Coole ist, man kann das Ding im Auto einfach USB aufladen. Dauert natürlich relativ lange, bis das Ding voll ist. Und zusätzlich kann man es natürlich als XXL Powerbank benutzen, falls doch die Akkus mal leer sind. Aber das Allergeilste ist Verpolungsschutz. Das heißt, selbst wenn ihr Plus, Minus mal verwechselt, geht das Ding nicht sofort in die Luft. Und ich kann euch sagen, gerade für mich, deswegen war ich auch so froh, dass ich das Ding zugeschickt bekommen habe. SOS-Funktion haben wir auch noch, ist einfach Gold wert, weil ihr kennt es selber. Stellt euch mal vor, wir müssen jetzt hier das Auto überbrücken. Du fängst wieder an mit dem Kabel durch den Trailer und so weiter. Das Ding hängst du wirklich einfach nur dran, kannst du vorne sogar dran hängen lassen. Fährst das Auto rein, lässt es ein bisschen laufen, bis die Batterie wieder voll ist. Okay, genug gequatscht. Warte, wir machen mal erstmal das Tor auf und dann schmeißen wir mal an. Oh, ja, okay. Ja, er ist platt. Den müssen wir wohl gleich einmal aufladen. So, jetzt gucken wir mal einmal. Ja, so wie ich befürchtet habe, geht da wirklich gar nichts mehr. Einfach den Kollegen drauf, einmal Minus, einmal Plus. Okay, und wir haben immer noch keinen Saft. Muss ich hier noch irgendwas einschalten? Tatsächlich. Also, damit man hier nicht was komplett verkackt, muss man, nachdem man es angeschlossen hat, einmal auf den Override-Knopf drücken und dann wird die Spannung freigegeben auf die Batterie. Das hört sich auf jeden Fall schon so stark gerade an. Krass. Ich bin gespannt, ob man das im Video hört, mit wie viel Kraft der startet. Der fährt ja gefühlt hier gleich so schon raus. Also das Ding hat auf jeden Fall Power. Das war schon krass. Bin mal gespannt, ob ihr mich überhaupt noch hört oder ob der Ton hier schon dezent übersteuert. Ah, wir haben halt im Leerlauf Kaltstart über 100 Dezibel. Das ist für so einen Sleeper einfach zu viel. Also wir laden mal ab, bringen den Golf rein und gucken mal, was Benny sagt. Ja, Benny, wir hatten eben gerade im Kaltstart schon 101 Dezibel. Im Kaltstart, jetzt eben gerade. Hab da gerade schon geprüft draußen. Okay, knackig. Dafür muss ja wirklich sagen, es wird jetzt 3 Jahre her sein, würde ich tippen, dass ihr einen Auspuff gebaut habt. Mhm. Der war eigentlich gar nicht so laut damals, ne? Ja, aber überleg mal, wie oft du damit... Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß noch, die ersten Runden, die wir damit gefahren sind, saßen wir da drin und haben gesagt, boah, klingt ja eigentlich human, das Ding, ne? Mhm. Also gefühlt ist es auch leider so, je mehr Leistung so ein Koffer bekommt, je lauter wird er, was ja manchmal gar keinen Sinn macht. Aber in dem Fall war es definitiv so. Weil, so. Hörst du, wie das Ding zündet, ne? Ja. Also schon knackig laut, ne? Also klingt saftig, ne? Aber es ist halt laut. Pass auf, du kannst dich ja mal hier so
machen wir hier so ein, ja, so die, 2 Meter. Weil so die typische Stelle ist ja eigentlich 50 cm seitlich, ne? Um das so vergleichbar zu machen, oder? Oder machen wir uns einen eigenen Vergleich? Ja, ja. Also ich wollte erstmal nur gucken, wenn man so hintersteht. Ja, echt so 93, 94 Dezibel. Wie ist das? Ihr seid ja eh gerade dabei, für eure Abgasanlagen lautstärkenmäßig was zu machen. Wo wird das normalerweise? Normalerweise 45 Grad Winkel, 50 cm vom Endrohr. Okay. Und also bei Nenndrehzahl? Oder? Genau, also ungefähr circa so. Na, das macht es jetzt leider nicht besser. Ungefähr in diesem Winkel. Und dann würde man messen bei wie viel Umdrehung? Bei Nenndrehzahl. Also wir sagen jetzt einfach mal 5000 Umdrehungen. Ja, so zwischen 4.000 und 5.000 Umdrehungen, genau. Und dann musst du abrupt vom Gas gehen. Ja. Ja. Aber komm mal einmal her, René. Ich muss das Benni noch einmal zeigen. Guck dir bitte an, wie dieses Ding anspringt mit diesem Booster vorne dran. Ne? Das ist, was der an Druck auf den Anlasser macht. Ne? Also das hat mich heute Morgen... Der hat echt Saft. Das hat mir auf jeden Fall wieder ein Grinsen bereitet, das Ding. Und ist ja wirklich bei so vielen Autos, die man dann manchmal viel rumstehen hat, ist das so ein Ding halt geil, weil nimmst du mit. Pass auf, klemmst an. Deswegen habe ich mich so gefreut. Den kannst du sogar über USB einfach aufladen. Das heißt, ich habe den einfach in der Mittelkonsole jetzt, habe den dauerhaft bei mir an meinem Ding einfach dran und dann ist das Ding immer voll. Ne? Also ich habe sowas in ein bisschen kleinerer Ausführung, aber wenn ich das Ding hier sehe, werde ich gerade neidisch. Schon Gerät, ne? Sowas muss her. Pass auf, wir haben Mitteltopf, Endtopf drin. Wobei, am besten nehmen wir einmal auf die Bühne und gucken uns an, wo wir da was rausholen können. Ja, hochnehmen. Aber wir halten fest, nach Bennys Messung ungefähr 98 im Leerlauf, 113 bei 5000. Genau. Und jetzt gucken wir, wie weit wir das runterkriegen. Ne? Richtig. Okay, dann bocken wir erstmal auf. Was sagst du, Benny? Ja, ich bin am Überlegen. Auf jeden Fall erstmal schauen, welcher davon wirklich leer ist. Auf jeden Fall erstmal nachdämmen, die Dinger. Ne? Hier passt. Ich überlege, ob wir den rauswerfen und grundsätzlich vielleicht gleich einen längeren hier reinmachen, weißt du? Also der ist auf jeden Fall hohl, würde ich sagen, ne? Habe ich allerdings bei Limo auch immer gehabt, durch das Y hinten drückt sich die Wolle so in die Ecke rein. So, und hier, andererseits, wir haben hier ein 89er Rohr auf einen 125er Topf, was soll da groß dämmen? Ja, das ist es halt, ne? Ohne dass da irgendwie eine Kammer oder sowas drin ist, was wir natürlich nicht hier machen können. Ist es schwer natürlich, das Auto. Hier würde im Zweifelsfall vielleicht noch einen flacher Ovaler passen irgendwie so, ne? Genau. Ah, ich sehe hier schon wieder Gewicht reingehen leider in die Kiste. Ja, wir können fast nur irgendwie diesen Bauraum halt nutzen, ne? Weil ich würde gerne irgendwie sowas Ovales irgendwo nochmal unterkriegen, ne? Und hier haben wir uns ja bewusst, sage ich mal, für sowas hier entschieden, damit das von hinten halt wenigstens auch noch gut aussieht. Aber wenn da dieser fette Schalldämpfer so runterhängt, sieht halt scheiße aus, ne? Angenommen, wir würden jetzt diesen Topf einfach in lang machen. Ja, wir können ja noch länger machen. Definitiv. Würde eigentlich auch noch vernünftig aussehen, ne? Ist es denn jetzt für dich weniger Aufwand, diesen Topf wieder zu dämmen oder gleich einen neuen zu bauen? Weil jetzt muss man dazu sagen, du brauchst diese Töpfe ja eh komplett selber. Ja, nö, ich würde neu bauen. Dann. Also, wenn wir schon den Weg gehen wollen, dass wir wirklich massiv leiser wollen, ich glaube, ich würde das einfach neu bauen. Aber dann wird Vladi hier wieder Stunden auf dem Boden liegen zum Endrohr ausrichten, ne? Weil der ist halt nicht so ultra beliebig wie immer. Das Grundstück passt ja. Sprich, wir können hier abschneiden. Das geht schon. Ich würde sagen, wir machen den neu. Und dann musst du entscheiden, wenn es wirklich... Weil guck mal, hier gewinnst du ja wirklich... Den auf jeden Fall. Kann man direkt an den Topf ranmachen. Der wird ja 50% länger auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja. Ja, dann lass uns aber hier auch noch einen unterbringen. Hier einen... Es darf halt nicht klappern am Ende, ne? Richtig. Das heißt, viel geht hier auch nicht. Ja, ungefähr so vom Style her wie meinst der. Meinst du so lang? So aber ovaler. Dann fliegt die V-Wanddecke durch. Vielleicht einen Ticken kürzer, aber ungefähr so die Abmaße. Mhm. Halt, ne? Nur ein halt kürzer. Und hier würde ich, glaube ich, einfach nur mal reinschauen, wenn der okay ist, so lassen. Die Strebe muss aber drin bleiben auf jeden Fall? Oder meinst du, wir könnten auch so einen längeren? Das ist die Frage, was macht die wirklich effektiv hier, ne? An Stützarbeit bei dem Auto? Ich glaube, bei dem Auto eigentlich auch nicht, da der eh nur geradeaus fährt. Ja. Weil klar, hier kann man natürlich den runden. Also sowas würde ich sagen, macht schon was, ne? Aber ob es da vorne jetzt wirklich
dolle, okay, dolle arbeitet. Das heißt, eigentlich reden wir davon, die Rohrführung bleibt, nur radikal andere Töpfe. Genau. Also ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf den Bereich ab hier. Dass man, klar, dieser Achsbogen, der hat wirklich viel Arbeit gekostet, das behalten wir auf jeden Fall bei. Das bleibt alles so, ne? Genau. Eine Trennstelle hier vor brauchen wir auch. Das heißt, ich würde eigentlich fast sagen, hier was zwischen und hier hinten halt größer. Endrohre gefallen dir nach wie vor, oder? Freue mich drauf. Also ich finde es eh perfekt. 89 hier drunter, klappert nichts, gar nichts. Ja. Aber das Auto lebt eigentlich davon, dass er leiser ist. Mhm. Klar, keine Frage. Das ist so asozial geil laut, dass es schon geil ist. Mhm. Aber es passt halt zu diesem Auto nicht. weil der lebt halt eigentlich mehr da ein bisschen von, dass er ein bisschen undercover unterwegs ist. Ja. Aber das funktioniert ganz gut. Ja, krass, das kenne ich ja noch gar nicht, das System so. Das habe ich hier reingebastelt, gleich mit Einzug von der EMU, genau. Ja. Zweier Kettstangen von uns, einfach Halter dran gemacht, am Unterboden festgeschraubt. Im Tank eine 044er, die pumpt durch den Originalfilter. Ja. Hier rein, Rücklauf von hier wieder in den Tank, wenn es voll ist. Und hier sitzen nochmal wieder zwei 044er, die mit zweimal Dash 6 Vorlauf, ein Dash 8 Rücklauf, schön den PTFE durch den und so weiter. Also die 044er packen das noch? Ja. Die packen das. In dem Fall, nee, sind so. Ja. Krass, sieht auf jeden Fall aus wie original, ja, ne? Als ob das hier schon immer Filter von Radium. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nie reingeguckt. Sieht richtig gerade, wo es jetzt so ein bisschen dreckiger wird. Das Radiumzeug ist aber eigentlich auch ganz geil. Ja, und ich habe es halt gefeiert, dass man diese Leitung, also A, mit diesem gedruckten Halter hier, das so genau durch den Halter durchgekommen, ja, durch den Träger durchgekommen. Wie original. Okay, schön. Ja, dann würde ich vorschlagen, du machst dir den Kopf und dann geht's weiter mit ein paar neuen Töpfen. Genau. So, Vladi, erzähl. Warte. Neuer Endrohr-Style hier. Geht schon los, ja? Ja, geht gut. Schon los. Läuft schon. Läuft schon. Sehr schön. Ich habe den Topf schon in der Hand. Ja. Erzähl mal. Genau, ja. Wir hatten ja die Aufgabe, jetzt das Auto wieder ein bisschen leiser zu machen, weil war ja doch Lautstärke technisch. War schon. Wie alt ist die Anlage jetzt irgendwie? 3 Jahre oder so? Ja, ich würde sagen, also so wenig gefahren sind wir nicht. Ja. Ich würde schon sagen, also 5.000 Kilometer hat die auf jeden Fall. Ja. 5.000 bis 8.000 Kilometer so in dem Dreh. Ne? Mhm. Und diese 5.000 bis 8.000 Kilometer auch wirklich halt viel, viel Last halt. Ne? Viel Vollgas, ne? Ja. Genau. Jetzt haben wir halt die Aufgabe gehabt, die Anlage insgesamt ein bisschen leiser zu machen. Dementsprechend haben wir uns für einen weiteren Schalldämpfer entschieden. Ne? Beim Golf 3 ist wie beim Golf 2 genauso der Aufbau. Man hat im Endeffekt nur sehr begrenzten Platz. Genau, die Reserveradmulde hier etc., die baut ein bisschen auf. Das heißt, man kann nur sehr kleine Schalldämpfer nehmen. Wie ihr seht. Genau. Ja, also klein ist, sage ich mal jetzt, es hat eine gute Baulänge. Ja, Volumen, okay, genau, aber vom Volumen her, von der Tiefe ist das ein bisschen klein. Aber was auf jeden Fall schon mal gut ist, für mein Wissen, ist, dass ihr nicht alles neu gebaut habt, sondern noch teilweise nein. Die alte Auspuffanlage weiterverwendet. In diesem Endrohr und in diesem Achsbogen, da steckt einfach so viel Arbeit, das schmeißt du nicht weg sozusagen. Ja, ja. Ne? Wenn du überlegst, ich glaube, damals gab es ja auch zig Kommentare sozusagen, dass das sehr, sehr weit eingeschnitten ist. Dass niemals die Leistung durchgeht. Im Endeffekt, genau. Wie viel ist der jetzt durchgegangen? Ja, waren 950 am Rad. Ja. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr. Doch 953, 54? Ja, das ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl gewesen. Also man hat es definitiv auch fauchend gehört durch den Ausbruch. Ja, also da war schon richtig, richtig Strömung hinter. Ja. Jetzt muss man auch dazu sagen, Wastegate geht ja auch in den Auspuff rein. Genau. Weiß man immer nicht, wo das Geräusch herkommt. Genau. Aber ich sag bei sowas immer, so eine Engstelle auf so einem kleinen Raum ist halt nicht das Problem. Mhm. Als Beispiel, sag ich mal, wenn du dir ein Stück Unterdruckschlauch nimmst und da wirklich nur so 2 Zentimeter hast, da kannst du ohne Probleme durchpusten. Wenn du davon einen Meter nimmst, dann hast du schon richtig Probleme. Ne? Ja. Das heißt, die Verluste hat man immer auf die Länge gesehen und gar nicht unbedingt auf den Querschnitt. Ne? Genau. Okay, das heißt, Vladi hat 2 Töpfe gebaut. Topf 1 und Topf 2, genau auf Maß fürs Auto. Den Topf lassen wir, wie er ist. Genau. Der hörte sich dann nämlich doch noch ganz gut an. Ja, wenn man ein bisschen klopft und sowas, also da ist noch ausreichend Material drin. Und ist es wirklich so, abschneiden und einfach zwischen, weil du jetzt hier schon wieder mit Bögen so ein bisschen arbeitest? Ja, also ich musste zum Beispiel, wir hatten ja hier vorher nur ein gerades Rohr durchgängig. Da ist aber sehr, sehr weit nach oben angestiegen. Jetzt der Dämpfer baut mehr auf, das heißt, wir können nicht einfach nur 2 Schnitte machen und dann Dämpfer einsetzen, so leicht geht's nicht. Ich habe das hier schon ein bisschen umgearbeitet, ich habe die V-Band an eine andere Stelle gesetzt und habe so ein Stück Bogen rausgetrennt. Mhm. Und dementsprechend kann ich jetzt so mit 1-2 Sachen variieren, wie ich das Ganze halt eben positioniere.
Den Achsbogen, das ist ja jetzt quasi mein Fixpunkt, der muss perfekt sitzen, dass es an der Achse nicht klappert und dass halt oben hin auch genug Luft da ist. Das ist jetzt fixiert hier, also das bewegt sich jetzt nicht. Ich habe jetzt beide Festpunkte und baue quasi die Dämpfer dazwischen. Ist das hier dein Standardabstand zur Achse? Ja, ja, das ist... in Form eines Zollstöckes? Mein Multifunktionswerkzeug. Das Tool oder Multitool. Ja, das ist... Okay. Ja. Genau, also wenn man sich das jetzt quasi hinhält, das Endrohr wird dann auch nochmal fest positioniert mit Getriebeheber. Aber man muss halt Stück für Stück vorgehen. Die Anlage muss dann eigenständig hängen. Also bedeutet, ich baue erstmal den MSD ein, punkte den ein, schweiß den durch. Dann wird das Ganze fest montiert und ja, dann geht es immer so weiter. Wenn man dann am Ende so guckt, angenommen wir fangen hier an, ist ja wirklich Schalldämpfer, hier ist gar kein Platz für einen Schalldämpfer, richtig. Schalldämpfer, hier ist kein Platz für einen Schalldämpfer, Schalldämpfer ja. Und hier kein Platz. Ja. Also das Ding besteht dann schon nur aus Schalldämpfern. Ne? Genau. Ja, beim Turbo ist zum Glück halt eben, dass der eigentlich von Haus aus relativ leise ist. Also einen Sauger noch leiser zu kriegen, ist immer deutlich schwieriger. Ne? Der Schalldämpfer ist schon, also der Turbo ist schon Schalldämpfer. Das geht, glaube ich, immer so lange gut, solange man einen relativ kleinen Turbo hat. Irgendwann geht das dann wieder so mit den riesen Turbos. Ist dann ja, aber das ist auch schon, sag ich mal so. Auch mit großen Lader ist das schon relativ leise. Ne? Okay, das heißt, wie machst du das jetzt? Punktest du jetzt den nur rein, baust dann bis hinten durch und schweißt es durch oder wirklich direkt durchschweißen? Nein, also ich baue das ein jetzt, also die zwei Bögen, die hier reinkommen und vielleicht noch ein Stück Gerades. Und dann möchte ich das eigentlich immer erstmal durchschweißen. Mhm. Weil du hast immer so minimalen Verzug durchschweißen und das soll dann quasi auch eigenständig hängen. Also da muss der Zollstock auch raus, dass die Anlage wirklich auf den Gummis hängt und sich nicht mehr bewegt. Und dann wird erst der nächste Schalldämpfer. Und dann wird auch wieder durchgeschweißt und das Intro zum Schluss. Okay. Ja. Weil dann müssen wir nämlich den bis hier, aber das geht ja auch. Ja, das geht eigentlich dann relativ. Strebe ab, dann ging das. Die Strebe ab, ne? Also ich richte jetzt den Schalldämpfer aus, dass der wirklich, sage ich mal, so drin sitzt. Kontrolliere den Abstand möglichst hoch, aber natürlich braucht man ein bisschen Luft. Ne? Und jetzt muss ich hier ein Stück Bogen einfach einpassen. Das messe ich dann immer einfach grob aus. Wir haben jetzt hier auf der kurzen Seite so 1,3 und oben ist ein bisschen hakeliger, dann können wir mal gucken, wie man hinkommt. Ja, also dieses Auspuffanlagenbau ist zur Hälfte definitiv immer Erfahrung, ne? Ja, manchmal. Weißt du, du guckst da so drauf und weißt halt schon, genau, also 1,3, oben 1,8 oder so ungefähr, ne? Ja, das ist jetzt sogar ein bisschen mehr. Und jeder andere würde sich so komplett versägen, wenn du da... Genau, ja, wenn du das halt wirklich davon schon 30, 40 Anlagen gebaut hast, dann hast du das halt eben drin, ne? Das sind jetzt oben genau 2. Ich dachte, ein bisschen mehr als 1,8, gleich 2. Ja. Und ja, 1,3 auf 2, schneide ich einen Bogen zurecht und dann geht's weiter. Dann alles anpunkten, dann Auspuff ab, durchschweißen, der Endtopf. Genau. Bin wirklich gespannt, wie viel der leiser wird. Ja, Benni, habt ihr auf jeden Fall wieder geil hinbekommen hier. Sieht sexy aus, oder? Ja, besteht jetzt eigentlich nur noch, wenn ich ehrlich bin, aus Schalldämpfer. Ja, was aber wirklich halt bei dem Rohrquerschnitt halt wirklich nötig ist. Ne? Schalldämpfer, Achsausschnitt. Ja. Ja, Schweißnähte immer wieder eine 1, muss ich wirklich sagen. Das sieht schon immer extrem geil aus. Ja, also, und jetzt, ja, wie man sieht, Endschalldämpfer halt viel mehr Fläche. Ja. Ne? Und der war halt ja gar nicht da. Ich überlege, ob es das erste Auto ist, die erste Maßnahme ist, wo wir mein Auto mal richtig schwerer gemacht haben. In dem Fall leider, in dem Falle so ein bisschen schon, aber ich denke gleich für einen guten Zweck. Ne? Wir sind ja mit 100 Dezibel Kaltstart ungefähr und 115, 116 nach deiner EG-Messung da ins Rennen gegangen. Was denkst du, wie viel leidet? Ich sag schon, wir holen so locker 15 dB. Echt? Ja. Kann mich schon vorstellen. Das wäre krass. Ja, ich glaube schon. Also wenn er jetzt... Betten abgeschlossen. Ja, also 12 bis 15 würde ich also sagen. Also wenn er gleich 100 Dezibel, das wäre schon... Ja. Weil es ist ja akustisch auch dann auch wirklich weltenleiser. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwie so die Richtung einschlagen. Ne? Ja. Okay, ich würde sagen, wir lassen runter und machen einfach mal an. Gut. Und dann wird man es ja schon so, wird man es ja gleich am Anfang erstmal schon mal so ein bisschen hören. Willst du? Wie viel habt ihr? Ungefähr so 50. Wir sind jetzt allerdings, muss man auch dazu sagen, in der Halle. In der
der Halle. Okay. Wir waren letztes Mal draußen. Okay. Also den Kaltstart können wir jetzt, der ist jetzt genauso laut noch, vielleicht ein bisschen leiser, aber wir sind jetzt halt auch in der Halle, ne? Okay. Dann lass mal ein bisschen warm tuckern und dann ein bisschen eine erhöhte Drehzahl. Weil gefühlt würde ich schon sagen, dass er leiser ist. Ah, der Geruch immer wieder. Ja, ja. Nur noch. 102! 102? Wie viel waren das? 117! 103! Okay, krass! Passt ja ungefähr. 12, 15 dB. Ja, ja, vor allen Dingen, dann kann man auch wirklich sagen, dass er gerade unter Last das schafft, noch viel, viel leiser zu machen. Ne? Keine Ahnung, ob das vielleicht mit dem großen Rohrdurchmesser zusammenhängt, dass der im Leerlauf einfach so langsam da durchströmt, dass man es auch nicht richtig wegkriegt. Oder aber so. Unter Last ist natürlich eine Menge halt. Ne? Ja. Das große Durchmesser. Ja. Wie viel hat der denn? 117? 115, 16, 17. Ja, ja, das ist schon deutlich. Ja. Soll ich nochmal ein Drehzahl geben? Wie viel habt ihr gedreht? Hier? 5000 und dann einfach loslassen. Ja. Ich würde sagen, 100 sogar eher. 100, ja. 100, ja. Schon krass. Jetzt ist der Motor fast lauter als der Auspuff, Alter. Ja. Ja, dann sind es wirklich 15, 16 dB. Ja. Also schon. Ja, aber was ich jetzt auch gerade mal sagen muss, ist, was auch witzig ist, dass der, wenn wir jetzt mal nicht reden, der wird tatsächlich gar nicht lauter. Nee. Krass, ja. Ja, doch, aber er schlägt definitiv aus. Ja. Ja, krass, dann ist der Auspuff jetzt tatsächlich so, dass er unter Last nicht viel, viel lauter wird. Ich denke mal, das hängt wirklich mit diesem riesen Rohr zusammen. 100%. Dass das jetzt im Leerlauf einfach durchgeht und dementsprechend gar nicht groß absorbiert werden kann, aber immerhin auf Last leise wird. Ja, zu wenig Gasgeschwindigkeit wahrscheinlich. Krass. Das ist jetzt so langsam. Ne? Der Effekt kommt erst mit Drehzahl. Krass. Ich hatte erst ein bisschen Schiss jetzt am Anfang, muss ich sagen, als ich da immer noch die... ich denke, fuck, warum ist das noch so laut? Ja. Aber auf Drehzahl war es dann ja wirklich eigentlich Punktlandung mit meinen 15 dB. Eigentlich perfekt. Ja. Also optisch mal wieder 1+, gefällt mir so immer noch am besten. Haben wieder was gelernt. Das heißt, wenn wir ihn jetzt im Leerlauf noch leiser kriegen wollen würden, müssten wir wahrscheinlich dann doch auf den Kammerschall einfach irgendwie wechseln. Oder irgendwas mit Klappe, was im Leerlauf durch den Kammer durchgeht. Ja, ja, oder irgendwas, also den Querschnitt kurz reduzieren. Irgendwie so, Dämpfer, ne? Dass er in die Wolle drückt. Ja, zum Beispiel, genau. Wie so ein DB-Killer sozusagen. Aber trotzdem, unter Last 15, 16, 17 Dezibel, das sind halt schon wild. Das ist viel, definitiv. Ja. Ja. Also wenn müsste man wirklich, wenn man das wirklich leise haben möchte, eigentlich eine Klappenvariante. Boah. Einmal Durchzug halt. Sind jetzt 100 Dezibel. Es geht. Ja. Es schallt in der Halle, also in der Halle schallt es nochmal lauter, stark, ne? Ja. Ist lauter als andere. Auf jeden Fall. Wenn du so ein Auto, also als Beispiel, wenn du jetzt einen serienmäßigen R8 nimmst, den du so misst, was haben die so bei 5000? Ich glaube genau 100. Haben auch so um die 100, immer, ne? Ich meine aus 97 bis 100. So ja, 100. Irgendwie. Ich meine genau mit 100 eingetragen. Und die haben sie auch. Krass. Sogar ein, zwei mehr manchmal. Ja, ich würde sagen, Jungs, vielen, vielen Dank. Geile Arbeit, wie immer. Und im nächsten Video, das Auto bleibt nämlich noch kurz hier, machen wir dann vorne mal uns an die Problematik Schellen und so weiter. Mhm. Das war doch nochmal vielleicht 4 Bar demnächst fahren können. Nein, Spaß, ciao. Noko? Oder Noko? Noko oder Noko? Ich würde Noko sagen. Ja.